Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny, der mittlerweile schon 9. Und wie versprochen geht es jetzt auf dem Mond weiter. Wir machen die Hauptstory weiter und dann schauen wir mal, was uns hier unsere Eris Morn zu erzählen hat. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Mich alles sehr, sehr freuen. Und jo, jetzt schauen wir mal, was erzählt hier die gute Eris. Gorn, der Fanatiker, Kota, deine Vergangenheit sucht dich heim wie lebende Albträume, Güter. Um mich herum öffnen sich auch alte Narben. Phantome meiner Freunde kehren mit einer Bosheit zurück, die sie niemals besaßen. Jedes einzelne von ihnen, der verdrehte Wille dieser schaurigen Pyramide. Aber das darf uns nicht von unserem Vorhaben abhalten, einen Weg ins Innere zu finden. Wir schaffen das gemeinsam. Jo, würde ich auch Nichts sagen. kann uns aufhalten. Ein Phantom meines verstorbenen Truppenmitglieds Saimota verfolgt mich. Das ist nur ein Trick der Pyramide. Du hast vom Albtraum von Kota ein unbekanntes Objekt mit dunkler Energie erhalten. Du lässt es bei Eris Morn, damit sie seine Geheimnisse ergründen kann. Währenddessen gibt es auf dem Mond weitere Rätsel zu lösen. Wenn du die Pyramide betreten willst, die Schar zeigt ein merkwürdiges Verhalten, das damit zu tun haben könnte. Untersuche das merkwürdige Scharverhalten nahe der Scharlachfestung. Machen wir doch mal. So, und hier haben wir auch einen Questschritt. Hier oben die Dinger können wir jetzt noch nicht annehmen, das kommt aber später. Ich habe es ja mit dem Warlock schon ein bisschen gespielt, aber ich wollte halt mit Titan euch ein bisschen zeigen. Und ja, deswegen machen wir jetzt weiter. So, neue Mission verfügbar. Wir schauen da einmal auf die Karte. Und die Mission wäre hier oben. Und dann werden wir doch gleich mal hinfahren. Machen wir das Bildmachgerät an, Leute. Servus. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Einmal in diese Richtung. Hier haben wir schon wieder so ein Nebenevent. Aber das lassen wir jetzt mal. Ich habe ja gesagt, wir machen Hauptstory. Und ist es auch schon. So, wir starten. Okay, Eris. Wohin? Die Schutzbarriere der Pyramide ist nur eine temporäre Unbequemlichkeit. Bevor wir hindurchgehen, sollten wir verstehen, wie sie funktioniert. Die Schar könnte darüber Auskunft geben. Sie lebten seit Äonen neben der Pyramide. Und jetzt haben sie diese Scharlachfestung obendrauf gebaut. Sie wussten also definitiv über ihre Existenz. Jetzt, da sie aktiv ist, erscheinen seltsame Schargruppierungen auf dem Mond. Dazwischen besteht zweifellos ein Zusammenhang. Dann beginnen wir damit. So, Hafen der Sonne. Wir suchen die Eris, Verbindung wir haben es zwischen den gefunden. Schar und den Albträumen. Scheint ein Ritual zu sein. Wir müssen den Zweck erfahren. Hab keine Angst, der Schar entgegenzutreten. Ich doch nicht, ich hab doch keine Angst. Thank you.
Schauen, ob man hier irgendwie was findet. Aufpassen, ein bisschen stärker. Okay, da haben wir schon so ein Partikel. Okay. Shit, du Vieh. Jawohl. Sehr schön. Sag mir hier weiter. Vorne weiter. Harris, es sind die Albträume. Okay. Die Schar versucht, sie für das Ritual anzulocken. Wie merkwürdig. Aber wofür? Unklar. Aber anscheinend können ihnen die Albträume nichts anhaben. Anders als uns. Gebracht haben. Das ist der Schlüssel, einen Weg über die... Eris? Diese Schreie hörten sich bekannt an. Fast wie Omnigul. Wir müssen uns beeilen. Okay. Neue Mission verfügbar. Okay, wir müssen zurück zu ihr. Wir porten einmal. Geht schneller. Meine Gedanken. Sei Mutter schreit, wie sie es an dem Tag getan hat, als Omnigul sie in Stücke riss und sie für immer verstummte. Fast wäre das auch unser Schicksal gewesen, als ein Albtraum von Omnigul durchs Lager fegte. Mein Überleben war ein Geschenk der Essenz, die du durch den Albtraum von Kota erhieltst. Wenn wir uns die wahre Macht der Essenz zunutze machen könnten, würde sie eine große Hilfe im Kampf gegen die Albträume
und sogar die Pyramide selbst sein. Okay. Sie weiß, dass wir kommen. Ich kann es spüren. Und wir werden die Oberhand haben. Essenz der Verzweiflung, Questschritt. Okay. Schau mal. Essenz der Verzweiflung. Laute Schritte. Willkommen, Titan. Okay, schauen wir nochmal. Hier ist jetzt erstmal nichts. Quests. Essenz der Verzweiflung an Quests. Okay, wir müssen erst die Essenz abschließen, sammle Ressourcen, plündere Truhen und schließe Patrouillen, öffentliche Events und verlorene Sektoren auf dem Mond ab. Okay, machen wir erstmal verlorene Sektoren. Wir sind jetzt hier. Könnten wir eventuell gleich mal das Event hier machen. Mal ein paar Patrouillen und sowas erledigen und dann ist auch die Essenz gleich voll. Okay, eine Mühle 50. Sollte man nicht reinfallen. Oh, eine andere Pistole. Weltbewegendes. Wir bleiben aber bei den Waffen. Geht ja los, 15 Sekunden noch. Da sind doch schon ein paar da. Geht's. Öffentliches Event. Ein Kriegssatellit ist auf die Mondoberfläche gestürzt. An alle Hüter im Gebiet, bringt ihn sicher zurück. Wir müssen uns verteidigen wahrscheinlich, ja. Alles weg hier.
Ich bin fast reingefallen hier. Läuft, würde ich sagen. So, okay. Dann haben wir schon 34%. Dann schauen wir doch gleich mal. Da oben wäre. In die Richtung wäre verlorener Sektor. Ich glaube, es müsste hier sein mit dem verlorenen Sektor. Oder auch nicht. Die wäre aber eigentlich richtig, glaube ich. Oh, es geht eins über uns rein. Thank you.
Munition mehr. Alter Schwede. Eigentlich schauen, wo der blöde Sektor ist. War das denn nicht hier drin, ne? Oder war es hier vorbei? Hier geht's glaube ich nicht runter. Schauen wir mal hier. Verlorener Sektor, okay. Schon irgendwas. Okay. Okay, schaut gut aus. Ah, es ist offen, okay.
Schon wieder hier. Was ist los, Mensch? Fun. Ich glaube, dass ich ein bisschen leise bin. Gerade am Konzentrieren hier. Jetzt aber Ruhe im Puff. So, ist hier noch was? Sieht nicht so aus. Hier fehlt was. Okay. Okay, ich glaube, da haben wir leer geräumt. Hier wäre auch noch ein Sektor. Und da wäre noch mal ein Event. Dann gehen wir doch dahin. Dann haben wir auch das abgeschlossen. Das gleiche Event wie davor mit dem Kriegsathleten, aber egal.
Okay, startet schon. An alle Hüter auf der Mondoberfläche. Ein Kriegssatellit ist nahe eurer Position abgestürzt. Teleportation einleiten und Position halten. Oh, hier kommen noch ein paar Hüter. Ja, läuft doch. Jo! Und somit hätten wir auch diese Quest gelöst. Sehr schön.
So, schauen wir gleich mal. 900. Sehr schön. Will ich rüber. Da war noch nichts Gescheites. In den Tiefen des Höllenschlunds zerbrach meine Seele in tausend Stücke. Alles, was mir blieb, war, sie wieder aufzusammeln. Aber wie du sehen kannst, müssen manche ersetzt werden. Eins davon muss ich jetzt einsetzen. Einen uralten Talisman, der von der Magie der Schar durchtränkt ist. Ohne ihn können wir nicht die wahre Macht der Albtraumessenz einsetzen. Mit dieser Vereinigung ist der erste Schritt bei der Enthüllung der Geheimnisse der Pyramide getan. Sehr schön. Aber nur ein erster. Mehr Essenz bedarf mehr Scharmagie. Nichts davon besitze ich. Sammle beides und der Pfad zur Pyramide sollte sich offenbaren. Okay, wir schauen mal. Gut, Geister unserer Vergangenheit. Das ist der nächste Questschritt. Den schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und ja, schauen wir mal weiter, geht's, sind doch schon wieder knapp 40 Minuten. Und genau, schauen wir mal in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten würde ich mich halt wieder freuen, wenn ihr wieder einschaltet, ganz klar. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.